Ja, hallihallo, ich bin der Alboy, Game-Demon, und begrüße euch auf Cloudplay und zum nächsten Part von Batocera. Das letzte Mal haben wir ja Spiele auf den Rechner raufgespielt. Heute wollen wir unsere Optik ein bisschen verbessern. Und zwar gibt es die Funktion Covers und Vorschau-Videos und also was in Batocera runterzuladen. Und da will ich euch zeigen, wie man das am besten machen kann. Hier sieht man ja schon bei dem Vorgefertigten, wie das dann aussehen soll. Und wir haben ja schon welche kopiert hier. Da ist das alles noch nicht drauf. Und da gibt es jetzt die einfache Möglichkeit, man könnte natürlich sagen, okay, ich möchte jetzt hierfür ein Bild haben, also ein Vorschaubild. Dann drücke ich lange die Bestätigungstaste. Bei mir ist das A auf dem Xbox-Controller. Und dann habe ich hier die Option Scrappen. Wenn ich die jetzt drücke, dann sucht er alle Scrapper, die Batocera hat, durch und sagt uns, okay, hier, ich habe für in dem Fall Jester Jack Rabbit verschiedene Covers und Artworks gefunden. Seht mal hier, okay, hier sieht das so aus, hier sieht das so aus. Da kann man sich ein bisschen aussuchen, welches das ist. Das ist allerdings Teil 2 hier und das ist Winter Jazz. Da kann man das sich aussuchen. Also ich nehme jetzt mal von Screenscrapper. Das ist auch meine favorisierte Seite, muss ich sagen, dafür. Nehme ich das jetzt mal, bestätige das einfach und dann lädt er das runter und ich habe hier ein Bild. So, das sieht jetzt alles noch ein bisschen komisch aus und außerdem müsste man das jetzt ja Bild für Bild machen, also Spiel für Spiel machen. Das ist ein bisschen umständlich, also gehen wir mal in die allgemeine Einstellung für den Scrapper. Und zwar haben wir den hier, zack. Und dann sehe ich erstmal hier, ich kann mir hier die Quellen aussuchen. Screenscrapper ist übrigens eine französische Seite, die kann man, wenn man Einzelabruf benutzt, einfach so benutzen, ohne Anmeldung. Wenn man aber Abruf machen möchte, also mehrere gleichzeitig, dann muss man sich anmelden, also registrieren lassen. Das muss man sehen. Das ist bei The Game DB und sowas nicht der Fall. Also wer sich nicht anmelden will oder sowas, kann die anderen unten nehmen. Jetzt muss man aber dazu sagen, kann man mal gucken, bei den Einstellungen sieht man zum Beispiel bei The Game DB, The Games DB, bei den Einstellungen sieht man da zum Beispiel, man kann jetzt hier Box- und Logo-Quelle und Bildquelle, also hier Screenshots oder Boxarts und sowas nehmen. Aber ich kann jetzt kein Video nehmen. Ne? Kann man mal gucken. Zack. Hier zum Beispiel gibt es auch Video, also Vorschau-Videos. Also bei HFSDB, da kann man auch mit Video-Vorschau machen. Genauso bei Arcade.de. Ja. Ich muss sagen, Screenscrapper ist aber mein Favorit, weil es eigentlich die besten Ergebnisse hat. Es hat echt die meisten Spiele drin. Hier muss man allerdings sagen, hier muss man Video und Fanart, wenn man die haben möchte, das muss man vorher aktivieren. Ja. Das ist also, wenn man es einmal vorher hat, ist das so. Ja, dann kann man hier sagen, zack, ich will die jetzt haben, aktivieren. So, das zweite, ich möchte natürlich auch mehrere gleichzeitig ziehen können. Da muss ich dann meine Nutzerdaten hier unten eintippen. Ja. Genau. So, nun haben wir das eingestellt und dann kann man jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt Spiele, wenn ich nicht alle gleichzeitig ziehen, nicht alle einzeln ziehen will, möchte ich die auch ziehen, die jetzt auf dem Rechner drauf sind und kein Vorschaubild hat. Dann kann ich hier zum Beispiel sagen, okay, ohne Medien oder ohne mit fehlenden Medien kann ich sagen. Und ich kann zum Beispiel sagen, hier welche ignorieren, die jetzt letzte Woche oder sowas schon. Ne? Das kann man alles machen. Und man kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich will ja jetzt hier alle möglichen haben und ein spezielles zum Beispiel nicht. Ich deaktiviere jetzt hier mal Amiga, weil da sind 2000 Spiele drin und das könnte eine Weile dauern. Das machen wir jetzt nicht. So, zack. Und dann sage ich jetzt scrappen. Oh. Und dann sehe ich oben 102. So, da sehen wir, da sind wir fertig. Zack,
Scrappen abgeschlossen, Spielliste updaten, um Änderungen zu übernehmen. Und genau das machen wir auch. Wir gehen hier oben in die Spieleeinstellungen, sagen Spielliste updaten, zack. Und dann haben wir hier zum Beispiel Jill of the Jungle noch mit drin und Jazz the Jackrabbit. Und diese hat er nicht erkannt. Das kann immer mal vorkommen, dass wenn man ein Spiel hat, er das nicht erkennt. Was ist gar nicht, wir hatten jetzt noch ein Super, eine Gamecube hat man noch drin. Da sieht man zum Beispiel jetzt F-Zero GX. Und man sieht auch schön, dass da jetzt, wenn man das länger hat, also wenn man ein bisschen länger drauf ist, dass das Video vor, also anfängt. Das Vorschauvideo, das sieht man wunderbar. Und was hatten wir noch? Wir hatten noch ein Wii-Spiel drin. Ein Sidebike und hier haben wir Zelda drin. Also der hat das alles wunderbar gesehen, was er aktualisiert. So, hier sehen wir auch nochmal Aladdin Alien Soldier. Wunderbar. Was er, also wenn er immer mal welche hat, die er nicht erkannt hat, so wie gerade jetzt bei zum Beispiel The Lost Vikings, kann man hier nochmal aufs Scrappen gehen. Dann wird er gleich sagen, okay, ich habe nichts gefunden. So, dann gibt es hier auf Eingabe und dann kann ich hier sagen, okay, ich möchte aber das ändern, was du suchst. Suche mal alles, was für Last Vikings ist. Weil das, der nimmt sich natürlich den Dateinamen dazu und wenn der nicht gut benannt ist, dann findet er den nicht. Ne? Da hat er es auch gefunden, The Lost Vikings, diesmal mit Vorschau-Video, das sieht man nämlich wunderbar. Man hat nämlich diese kleinen Vorschau-Bilder oder diese Symbole an der Seite und dann sieht man, man hat ein Cover und ein Vorschau-Video. Ja, dann hier zum Beispiel hätte er nur ein Cover. Ne? Also hier auch Cover und Vorschau-Video, das lädt er jetzt runter und jetzt hat er das auch hier. So. Und da sieht man, dasselbe könnte man jetzt mit Black Dawn machen. Die Spiele gab es übrigens mal früher kostenfrei bei Blizzard, eure Runde zu laden. Ganz schön, die haben ihre alten Spiele eine ganze Weile kostenfrei im Battle.net gehabt. So, wie wir sehen, Black Hawk heißt das hier. Denn das, im US-Bereich heißt es Black Hawk. Das werden wir trotzdem mal Black Hawk, das können wir dann noch umnennen. So, und jetzt heißt es Black Hawk und wenn man das jetzt umnennen möchte, dann könnte man sagen, Metadaten möchten wir bitte ändern. Und dann können wir sagen, okay, wir möchten aber nicht, dass das Black Hawk heißt, sondern Black Thorn. So, noch. Dann können wir das natürlich umnennen und dann heißt es bei uns natürlich auch Änderung speichern. Ja, Black Thorn. So, ja, haben wir das. Commander Keen mache ich jetzt mal nicht. Ich glaube, das Prinzip ist verstanden. Was man aber machen kann, ist, man kann natürlich auch die Ansicht hier noch umstellen. Weil ich finde, das ist jetzt nicht so ganz schön, weil ich sehe an sich die Covers überhaupt nicht. Sondern ich möchte, dass das anders aussieht. Also, gehe ich in die, jetzt muss ich gucken, wo die Einstellungen waren. Ich glaube, hier, nein. Benutzeroberfläche Einstellung, da müsste es eigentlich sein, genau. Und dann kann ich hier sagen, okay, ich möchte gerne ein anderes Erscheinungsbild haben. Ja. Und zwar möchte ich den Ansichtsstil ändern. Das heißt, ich gehe jetzt hier, also erstmal kann man natürlich auch andere Oberflächen runterladen, das kann man machen. Aber ich finde die eigentlich an sich ganz gut. Und ich, wenn man jetzt hier Theme konfigurieren drückt und dann den Ansichtsstil dann automatisch auf, zum Beispiel mal auf einfach macht. So. Dann habe ich das jetzt einfach, es ist wirklich sehr einfach. Und habe das jetzt nur als Text rumstehen für die Puristen, sage ich jetzt mal. Wenn man ganz viele drin hat, dann ist das ganz gut. Und dann brauchen wir auch nicht zwingend ein Vorschaubild. Ich persönlich mag das nicht so. Aber ich will es ja wenigstens mal erklären, dass das auch geht. Also man könnte es auch einfach in Textform machen. Hinten ist eine Bewertung. Das kann man alles tun. Ich möchte das allerdings nicht so haben, denn ich persönlich finde das Game-Karussell am besten. Deswegen werde ich jetzt mal auf Game-Karussell gehen. Zack. Weil hier
habe ich wunderbar eine Beschreibung. Ich habe ein Vorschaubild und ich sehe das Cover und ich sehe das Video an der Seite. Das finde ich eigentlich am hübschesten. Das ist aber Geschmackssache. Natürlich kann man das unterschiedlich sich einstellen. Ich persönlich favorisiere das Karussell. Also nochmal als nächstes Beispiel Lost Vikings oder wenn wir jetzt mal zum GameCube gehen, zack, dann sehen wir da schön das Cover und wie es bei F-Zero abgeht. Ja, ich denke, das soll es gewesen sein. Jetzt wissen wir, wie man Covers und Beschreibungen und Vorschau-Videos in unsere Sammlung bekommt. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Euer GameTimen.